Querfahrt für freie Bürger? Mitnichten. Wer auf dieser Allee fährt, muss jetzt blechen oder er wird geblitzt. Der bauernschlaue Bauer, der hinter der Aktion steht, tritt mit der Selbstsicherheit eines Mannes auf, der das Recht auf seiner Seite weiß und sehr flexibel mit seiner Gebührenordnung umgehen kann. Moin, Sie befinden sich auf meiner Privatstraße und ich habe hier mein privates Toll Collect aufgebaut. Und mein Toll Collect funktioniert. Und deshalb kassiere ich jetzt eine Maut. Und seit wann ist das? Seit heute. Und wo stand das? In der Zeitung? Das ist bekannt gemacht worden. Aber müssen Sie jetzt hier immer stehen? Bitte? Und Geld kassieren? Wie wollen Sie es machen? Ja, wir haben ja auch eine elektronische Anlage, nicht? Wir sind ja im Moment jetzt auch noch in einer gewissen Testphase. Das ist und ja ich denke, das wird schon noch, also so gut wie der Start, das können wir bestimmt besser, ne? So, denn aber eigentlich denke ich mal, das ist, glaube ich, ein LKW, nicht? Mit dem Sie hier fahren, ne? Was? Und da sind wir bei 3,50, ne? Nee, 7,5 Tonnen ist was? Ein LKW, 7,5 Tonnen. Aber nicht auf Privatstraßen, doch. Also das ist, was? Nicht? Nee. Nee, also das, was ist dann ein PKW? Was? Was ist ein PKW? Das ist bis 500 Kilo, die PKWs. Ja, ich habe ja auch keine 500 Kilo, ich habe 250. Sie selber vielleicht, aber das ganze Auto ist aber mehr als 250 Kilo. Das ist für einmal, das ist 2,50 Euro, mehr ist das nicht. Und dann kriegen Sie auch so ein Schild und wenn Sie noch wieder durchfahren, dann gilt das noch für den Tag. Für den Tag? Immer für einen Tag. Ja, kann man machen. Oder also, ich meine, gut, können auch fürs Jahr dann machen. Hey Gott, das sind 100, ne? Derjenige ist ja bald Multimillionär, da müsste ich verrückt sein. Was? Wer? Hier, ach, da oben sind doch, ist das Gestell. Ach so, ja, das habe ich ja eben gesehen. Ja, das ist jetzt für eine Person, nicht? Das sind ja für zwei Personen, nicht? Das ist dann 5 Euro. Da steht PKW. Da steht PKW 2,50. PKW? Ja, das ist aber nur, wenn einer drin sitzt. Das ist ja Blödsinn, dann müsste das da ja stehen. Da steht PKW, nicht pro Person. Ach doch, das ist aber so. Das ist beides. Das meint beides. Jetzt aber überall. Das ist. Würde ich sagen. So. Der spannt so, oder? Das darf der gar nicht, Wolfi. Das darf der gar nicht. Und stell dir mal vor, Rainer Penning, der fährt hier am Tag viermal durch. Klassischer Fall von arme Socke. Was haben wir jetzt? Lesen kann er auch nicht. Doch nicht. Mensch, was will der Idiot denn? Zeit für ein bisschen Stressabbau. Das reicht mir jetzt erstmal. Sag mal, der Schrank ist noch zu. Ja. Was soll ich denn nun machen? Das ist Opa, hier, pass mal auf. Ich bin mit 67 in unserer Radarkontrolle gerast, trotz 30er-Zone und hab mich trotz Überholverbot überholt. Die zocken uns richtig ab, wa? Wahnsinn, schauen Sie mal. Was? Hier, da sind Sie an der Hand. Das ist 30 Kilometer und Überholverbot. Und da sind Sie an ein Kind vorbeigefahren da. Das kann überhaupt nicht angehen. Ja, das sind Sie aber. Das wird schon noch teurer. Da muss ich auch noch für kassieren. Das ist ein doppeltes Vergehen. Zu schnell und auch noch Überholverbot. Das macht das 40 Euro. Das ist Verarschung. Was? Das ist Verarschung. Das ist doch keine Verarschung. Ich möchte Sie sehr bitten. Jo, können Sie wechseln? Ja, das werden wir schon irgendwie. Habt ihr hier schon was? Komm mal her. So. Ja. So, und nun kriege ich die offiziell überreicht. Ja. Darf die in mein Auto klemmen? Ja. Aber nun müssen Sie auch, damit das alles korrekt ist, lesen Sie sich das durch, nicht? Damit Sie wissen, dass Sie da nicht irgend so einen Cheat-Clown da gekriegt haben. Ja, nö, ist ein schöner. Haben Sie? Haben Sie gelesen, dass ich jetzt alles richtig eingetragen habe? Datum. Und da ist er. Verstehen Sie Spaß? Nein, nicht ernsthaft. Nee, zum Spaß. Die Müllentsorgung ist ein leidiges Problem. Umso glücklicher darf sich schätzen, wer eine Sperrmüllabgabestelle ganz in der Nähe hat. Die Bewohner von Haus Nummer 137 müssten so gesehen überglücklich sein, denn die haben die Mülldeponie heute direkt in ihrem Vorgarten. Hier wird zum Beispiel ein eigentlich noch ganz ansehnliches Elektrogerät angeliefert. Nur leider hat Ihnen niemand Bescheid gesagt. Das wirft Fragen auf. Grüß Gott. Ich glaube, das stimmt das nicht. Ich wollte jetzt gerade fragen, wo darf ich es denn hinstellen? Ja, was ist denn das?
Mein Sperrmüll, der steht schon das ganze Jahr in meiner Garage drin. Weil bei Ihnen ist doch heute. Wer hat denn die Adresse denn nicht geschrieben? Das gibt's ja nicht. Das war als Wurfzettel in meinem Briefkasten und. Ach, das gibt's vom ja. Amt für ja Abfallentsorgung. Das ist ja ein Scherz. Warten Sie mal. Du Papi, komm mal schnell hier. Das stimmt nicht. Das ist keine Ahnung. Ich bin ein Privatmann. Ich habe so einen Sperrmüll. Sie müssen mich auch verstehen. Ich habe jetzt einen Zettel gekriegt. Das ist von der Gemeinde. Das ist ein Schmarrn. Das ist Familie Kerl, Feigenweg. Das ist ein Schmarrn, ist das. Aber ich mache Ihnen das gerne noch ein bisschen hierher, weil. Nein, das kommt nicht in Frage. Bitte gehen Sie vom Grundstück weg. Sie lassen das Zeug nicht da. Ja, was soll ich jetzt machen? Nehmen Sie es wieder mit. Grüß Gott. Ich wollte gerade meinen Sperrmüll bei Ihnen abgeben, weil ich den Wurfzettel in meinem Briefkasten gehabt habe. Ja, aber Sie sind einer. Der Kühlschrank ist von Ihnen, oder was? Das ist meiner, der steht jetzt schon ein Jahr in der Garage. Und Sie wollen ihn nicht mehr? Nein, ich wollte ihn weg, um Sperrmüll. Das ist ja ein Scherz. Sperrmüll. Das ist ja ein Scherz. Ja, aber das stimmt, Amt für Abfallentsorgung. Ruf mal an, Herr Mörtel. Ja, da werde ich jetzt halt nicht da sein. Herr Hümer, den ruf mal an. Hümer her. Wenn Sie jetzt kurz telefonieren, dann rufe ich da mal an, weil wir kommen sonst spät. Ja, aber nein, das stehen lassen können Sie vielleicht nicht. Ja, Sie kommen 100%. Kurz zum Telefonieren. Ja, ich bleib stehen. Ihre Adresse, dass der ja nicht. Gibt's da überhaupt einen Herrn Hümer? Ja, den gibt es, den Herrn Hümer, ein Beamter mit Bürgernähe. Gemeinde Oberhaching, Amt für Abfallentsorgung, Hümer. Herr Hümer, sind Sie Herr Hümer? Ja, Hümer ist mein Name. Hier ist Zehetbauer Deißenhofen. Sie haben da scheinbar irgendwie so Zettel verteilt in die Briefkästen. Nachbarn helfen Nachbarn, ja. Sperrmüllabgabe. Und da haben Sie unsere Adresse reingeschrieben, Ludwig Zehetbauer, Ringstraße 137. Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, durch ein Losverfahren wurde Ihre Adresse ermittelt. Da können alle Bürger heute von Oberhaching ihren Sperrmüll hinbringen. Moment mal, da gebe ich Ihnen meinen Mann. Also das schaue ich nicht. Das ist rechtens. Herr Hümer? Ah? Ja, das können Sie alles wieder, abholen. Das können Sie ab, alles was da steht, wenn die Gemeinde anrufen, dass das alles wieder wegfahren. Da steht jetzt ein Kühlschrank, den können Sie gleich wieder holen. Und der Staubsauger. Und der Staubsauger. Das ist ja, der Staubsauger ist auch noch da. Ich lasse die stehen, auf der Straße stehen. Na, machen Sie sich mal kurz Sorgen, das ist schon rechtens. Ich muss mich jetzt entschuldigen, aber ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt kurz weiterhelfen können. Ich bin jetzt gerade in einem Außentermin. Und wenn Sie es, können Sie mir jederzeit nochmal anrufen. Also da werden wahrscheinlich schon noch mehr kommen, weil wir haben, wie gesagt, gestern Flugblätter verteilt. Ganz richtig, es kommen tatsächlich noch mehr. Und die haben ganz viele schöne Sachen dabei. Meinst du, dass das hier richtig ist? Ja. So, bitte dreimal läuten. Ah, schönen guten Tag, grüß Gott. Das ist richtig, dass wir hier was abgeben können bei Ihnen. Nehmen Sie Ihre Sachen wieder mit. Ich hab mit Sperrmüll nichts zu tun. Das ist eine Frechheit, ist ja das. Ich hab damit nichts zu tun, ich bin der Hauseigentümer. Aber wir haben hier... Das ist mir scheißegal, nehmen Sie die Sachen wieder mit. Versuchen Sie erstmal. Nein, ich reg mich schon auf, weil hier. Wenn Sie jetzt wegfahren, ich sage Ihnen das eine. Ich schreibe mir Ihre Nummer auf. Ja. Das ist ein Unterschied. Ich habe damit nichts zu tun mit dem Mist hier. Können Sie es wieder mitnehmen? Ich. Aber wir haben. Wieder mitnehmen. Ich schreibe alles auf, die holen Sie gleich wieder. Okay. Aber das ist doch extra angegeben hier. Wir sind hier froh, dass wir hier unten gerade unseren ganzen Krempel abgeben können. Es geht mir nichts, dann nehmen wir es wieder mit. Ich habe die abgeschrieben, die nehmen wir das wieder mit. Ja, also für uns ist es, sehen Sie mal, hier das steht. Ist mir wurscht. Ich sage es, ich nehme es nicht an. Was soll man denn nun machen? Mitnehmen wieder. Offensichtlich ist ja irgendwo eine Information, sag ich mal, rausgegangen und da die Adresse ja vorhanden ist. Nächstes Mal nehme ich Ihre Adresse und mache einen Zettel und sage, alte Auto können wir eh noch abstellen. Bitte legen Sie nicht die weiteren Sachen her. Das ist ein Schmarrn. Hier macht sich jemand einen Scherz.
Das doch aber, war doch ein Anschlag in der Gemeinde. Na, das stimmt doch nicht. Krütze Dirken haben wir entschuldigt, oder von der Polizei? Ja. Das ist ja das Letzte. Also, ja das. Die Frechheit, da legt immer weiter noch. Haben Sie mal versucht, ob Sie dort jemand erreichen ja, können? Ja, ich hab's gerade probiert. Und? Das hat ja nichts damit zu tun, wenn ich den 10 mache. Wenn Sie noch einmal hier was auf mein Grundstück stellen, ich zeige Sie an. Aber Verzeihung, ich hab mit dieser Scheiße nichts zu tun. Also, Rad wieder mitnehmen. Ja. Also, ich habe Ihnen noch einen Fernseher mitgebracht. Schauen Sie mal. Kann ja selber beim Geben von mir nehmen. Können Ihr Mann bitte noch mal kommen? Ja, der soll noch mal kommen. Das soll mal auflegen. Moment. Ja. Wir haben von null eine Ahnung überhaupt. Ja, kennen Sie doch, was das ist? Und Bürger, Nachbarn, wir Bürger, was soll ich machen? Ich hätte selber so viel zum Abgeben. Ja, holen Sie mal Ihren Mann noch mal her, der soll mal aufhören zu telefonieren, dann können wir das sicherlich untereinander jetzt klären. Genau, kommen Sie doch mal her. Ja, kommen Sie doch noch mal her. Ich habe mit ihm überhaupt nichts zu tun. Grüß Gott, ich wollte Ihnen einfach noch mal eins sagen. Wir haben Ihnen auch noch einen Fernseher mitgebracht, schauen Sie mal. Ja, ich will mir ja nicht. Und da sitzen Sie in der ersten Reihe und ich kann nur sagen, und Sie sehen Frank Elzner und ich möchte Sie begrüßen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß. Hallo, guten Tag, mein Name ist Klaus Wächter, ich bin der Sicherheitschef hier im Haus und das hinter mir sind unsere 9 Schließfächer. Und diese Schließfächer haben es buchstäblich in sich. Da muss man gar nichts mehr reinlegen, denn es liegt schon was drin. Und das ist nicht unbedingt das, wonach es aussieht. Manchmal tritt der Aha-Effekt auch erst mit Verzögerung ein. Oh, mein Gott! Menschenopfer sind eben nicht jedermanns Sache. Eine entsprechende Spendenquittung. Spendenquittung schön und gut, aber was, wenn man eigentlich nicht so der generöse Typ ist? Vielen Dank für Ihre Spende. Gerne erhalten Sie an der Information eine entsprechende Spendenquittung. Das ist eine Aktion Bürger für Bürger. Hier schauen Sie, da steht es doch auch. Hier links. Ja, Bürger jetzt doch nichts. Schauen Sie doch bitte mal da. Meine Schlüssel, mein ganzes Zeug, Haustürschlüssel und alles. Dann machen wir 800 Euro als Spendenquittung. Sind Sie damit zufrieden? Ich spende doch keine 800 Euro. Ja, haben Sie doch schon getan. Ich will nur die Höhe ermitteln. Ich spende das nicht, weil dieser Krampf ist. Andere Schließfachbenutzer wiederum kommen selber in den Genuss einer unverhofften Spende. Sehr geräumig, diese Baureihe. Mitarbeiter Olli demonstriert, wie man die ganze Tiefe des Raumes nutzen kann. Wieso ist nicht jetzt bis da hinten mehr das? Bin jetzt blöd, oder was? Ja. Jetzt langsam. Was ist der Witz, oder was? Die Tasche ist doch da. Ja, war drin, aber die haben wir da abgelegt und nicht bis dahin geschmissen. Also, weil glauben Sie, dass wir die Taschen dahin schmeißen, jetzt hängt das mal nicht mehr hingehauen oder was? Glauben Sie das vielleicht? Also,
Glauben Sie das vielleicht? Ist doch Ihr Problem, wenn Sie. Was ist mein Problem, wenn ich die Taschen hier vorne hinlege und mache das Ding wieder rein? Wenn Sie von mir von einmal so meine Taschen da hinlegen. Das ist der Hammer, ist das? Das ist auch immer geil. Aber wo ist das Problem? Sie brauchen sie doch nur rausnehmen. Jetzt holen Sie es raus. Glauben Sie über Sie, dass Sie die Taschen nimmt und schmeißt dahinter, dass man mal hinterher ankommt? Es ist doch nicht meine Tasche, außerdem darf ich Ihre Sachen überhaupt gar nicht anfassen. Jetzt holen Sie irgendwas her, aber die Taschen findet doch keiner. Jetzt holen Sie bitte irgendwas her. Na, so geräumig ist das Modell dann vielleicht doch nicht. Aua! Ja. Man sollte sich sein Schließfach übrigens immer ganz genau merken, um unangenehme Verwechslungen zu vermeiden. Entschuldigung, habe ich gerade richtig gesehen? Waren Sie gerade an Nummer 12 dran? Das ist doch mein Schließfach. Wie kommen Sie dazu, da rumzumachen? Ja, wenn der Schlüssel steht. Na, also gucken Sie mal, das ist die Nummer 12 hier, schauen Sie. Also da liegt ja wohl. Jetzt muss ich gleich mal nachschauen, ob auch noch alles drin ist. Also, das ist noch ja, wollte Sie vielleicht meine Sachen wohl hier mitnehmen und klauen oder was? Ja, so kommt mir es gerade vor, weil es gibt's doch nicht, dass man einfach andere Leute Schließfach aufmacht und sich die Sachen umfasst. Also gucken Sie mal, ich habe die Nummer 12 und ich habe meine Sachen und dann habe ich selbst die da rummacht. Und dann komme ich dazu und nochmal meine Taschen drin. Wahrscheinlich. Oma Christine, wo hast du deine Taschen gespürt? Das musst du wissen. Sie müssen nur, Entschuldigung. Ja, probieren Sie doch einfach mal durch. Komisches Zeug da. Ja, aber vielleicht sind Sie in der 13 gewesen. Schauen wir mal. Da probieren Sie doch einfach mal die Ebene durch. Was aber unten? So weit wollen wir gar nicht. Das habe ich meine Frau gesehen. Die war da. Das liegt in der 14 wahrscheinlich. Ich helfe Ihnen. Soll ich Sie hochheben? Die 14? Oder Sie erscheinen mir auch ein bisschen leichter. Können Sie das bitte mal kurz halten? Kommen Sie mal her. So. Ein Sicherheitschef, der mit Rat und Tat zur Seite steht. Was will man mehr? So, und jetzt die 12 bitte öffnen. Ganz langsam. Wahrscheinlich das Lied von Biber Butzemann. Ja, klar. Ja? Und ich möchte so gern auch mal Kinderlieder von Deutschland in anderen Sprachen aufnehmen. Das ist also der Biber Butzemann auf Ungarisch. Also nicht erschrecken. Wollt ihr es mal eine Zeit lang einfach allein üben? Ja? Das ist schwierig, ne? Also nochmal. Also. Vielleicht macht es ja noch viel mehr Spaß, wenn man das Lied ein bisschen so singt, wie es vielleicht auch dann die arabischen Kinder singen werden. Vielleicht mit ein bisschen Kleidung. Wir haben da so einige Kostüme dabei. Wollen wir mal ausprobieren? Ja, der Komponist Rolf Zukowski weiß schon, wie man Menschen für Musik begeistert. Das war Pusten auf Arabisch. Und das ist Chinesisch. Gut. Und? Insbesondere der Familienvater blüht in seiner Rolle regelrecht auf. Oh.
4 mutmaßliche Ungarn. Besondere Sorgfalt wird auf die Auswahl der Beinkleider gelegt. Wäre das was für Ungarn? Vielleicht fürs ungarische Fernsehen? Oder? Oder eher was fürs deutsche Fernsehen? Nee? Nichts mit so richtig viel Spaß. Es gibt doch da so Sendungen, die ganz viel Spaß machen. Die kennt ihr, oder? Ist nicht wahr, oder? Versteht ihr Spaß? Es sieht so aus. Ihr seht aus wie Menschen, die Spaß verstehen. Scheiße. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Richard Kleidermann versteht es, sein Publikum schon vor dem ersten Ton zu verzaubern. In diesem Verstehen-Sie-Spaß-Klassiker hat er das auch bitter nötig, denn es gibt gewisse Probleme, den ersten Ton überhaupt aus seinem Flügel zu zaubern. Da klemmt was. Und es braucht jemanden mit weniger filigranen Fingern, um das Problem zu beheben. Richards Klänge bewegen die Menschen, wie immer. Heute bewegen sie auch etwas anderes, nämlich den Flügel. Und zwar in die falsche Richtung. Richard bleibt nichts anderes übrig. Er rückt nach. Und nach dämmert ihm, da sind Poltergeister am Werk.